Der evangelische Arbeitskreis der CDU-CSU feiert in diesem Jahr sein 60-jähriges Bestehen. Aus diesem Grund lud der EAK am 17. März 2012 nach Siegen, an den Ort, in dem die Wiege des EAK liegt. Wir freuen uns, dass wir 60 Jahre evangelischer Arbeitskreis der CDU-CSU feiern dürfen. In schwierigen Zeiten. Das Land hat viel erlebt. Wir haben als CDU mit der evangelischen Kirche in dieser Zeit auch vieles Gutes auf den Weg gebracht. So schauen wir in den Tag hinein. Seit nunmehr 60 Jahren ist der EAK das evangelische Gewissen in beiden Unionsparteien und gibt innerhalb der Union immer wieder Impulse bei gesellschaftlichen Debatten auf der Schnittstelle zwischen Kirche und Politik. Mehr als 1000 Gäste folgten der Einladung des evangelischen Arbeitskreises zum Festakt und lauschen gespannt den Grußworten sowie den Festreden von Präses Nikolaus Schneider und der CDU-Parteivorsitzenden Angela Merkel. Der EAK ist eine Institution, die in der ganzen deutschen Parteienlandschaft relativ einmalig ist. Er ist ein Forum, in dem politisch tätige Christen über ihre Verantwortung für die Gemeinschaft diskutieren, nicht nur philosophisch, sondern in dem Streben und Ringen immer nach ganz konkreten Lösungen. Und es ist, glaube ich, diese besondere Kultur innerhalb des evangelischen Arbeitskreises, die mich auch damals schon gerne hat Vorsitzende werden lassen, eine kurze Zeit, 1992, 93, als ich auf Peter Hinze folgend der Generalsekretär wurde, diese Aufgabe sehr, sehr gerne übernommen habe. Nach der anschließenden Podiumsdiskussion unter der Leitung von Christine Lieberknecht mit den ehemaligen EAK-Vorsitzenden Jochen Borchardt, Peter Hinze und Altbundespräsident Roman Herzog sowie den Preisträgern der Hermann-Ehlers-Medaille, Altbischof Wolfgang Huber und Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble, gab es eine kleine Premiere. Der evangelische Arbeitskreis präsentierte seinen Dokumentarfilm 60 Jahre EAK, evangelische Verantwortung gestern und heute. Durch diese 60-Jahr-Feier mit über 1000 Teilnehmern fühlen wir uns natürlich beflügelt. Wir wollen weiter mit der evangelischen Kirche zusammen an den wichtigen Themen unserer Gesellschaft zum Wohle der Menschen arbeiten, an der Frage, wie wir mit der Globalisierung umgehen, wie wir Ernährung für eine Weltbevölkerung von 9 Milliarden sicherstellen können, wie wir das soziale Miteinander in unserem Lande besser organisieren können. Das sind Fragen, die uns bewegen, die Christinnen und Christen in Deutschland bewegen. Und ich glaube, dass wir hier eine tolle Möglichkeit der Zusammenarbeit haben.